das James-Webb-Teleskop gerade künstliches Licht auf dem Planeten Proxima b beobachtet. Das MIRI-Instrument von JWST ist dazu in der Lage, große künstliche Lichtquellen auf weit entfernten Planeten auszumachen. Damit halten wir den ersten echten Nachweis einer Technosignatur von wahrscheinlich intelligenten Lebensformen auf einem anderen Planeten in Händen. MIRI ist ein hochauflösendes Infrarotinstrument, das extrem empfindlich gegenüber Infrarotstrahlung ist und damit jederzeit ferne Metropolstädte und industrielle Anlagen aufspüren kann. Das gilt nicht nur für unser Nachbarsystem Proxima Centauri. MIRI kann im ganzen bekannten Universum künstliche Lichtquellen und potenzielle Städte von Außerirdischen aufspüren. Es ist generell fantastisch, was wir mit unseren neuen Superteleskopen alles können. Auf der Erde oder aus dem erdnahen Weltraum detektieren wir jetzt spielend leicht große Siedlungen innerhalb des bekannten Universums. Mit dem MIRI-Spektrometer des JWST ist uns bereits ein Meisterwerk gelungen und es kommt noch besser. Im Jahr 2028 wird in Chile ein weiteres Megateleskop an den Start gehen. Das Extremely Large Telescope oder ELT wird noch einmal alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Mit einem 39 Meter Hauptspiegel wird dieses Teleskop tiefer und schärfer ins All schauen als jemals zuvor. Und wir brauchen diese technischen Neuerungen, denn unser Wissensdurst über das Universum ist lange nicht gestillt. Wir stehen erst am Anfang der Erforschung ferner Welten und wir brauchen Instrumente wie das JWST und das ELT, um Exoplaneten hinsichtlich auf Spuren von Leben zu untersuchen. Neben der Möglichkeit, künstliches Licht zu detektieren, das von gigantischen Städten im Weltraum oder von extraterrestrischen Flugplätzen ausgeht, werden wir bald eine neue Geheimwaffe einsetzen. Mit dem VRE-System sind wir dazu in der Lage, Spuren von Vegetation auf fernen Planeten aufzumachen. Die Entwicklungen werden immer weitergehen. Wir werden auf unserer Suche nach anderen Spezies im All immer weitere und immer bessere Instrumente und Hilfsmittel einsetzen, bis wir andere Lebensformen gefunden und eventuell sogar Kontakt aufgenommen haben. Die ersten künstlichen Lichtquellen auf Proxima b. Davon haben Wissenschaftler lange geträumt. Mit einem Teleskop schauen sie erstmals so exakt in unser Nachbarsternsystem, dass Lebensorte für uns erkennbar werden. Eine künstliche Lichtquelle auf dem Planeten Proxima b verrät uns das Vorhandensein von Technik und damit auch von irgendeiner Form von fortgeschrittenem Leben. Es klingt verrückt, doch das JWST könnte selbst unsere eigenen Aktivitäten auf der Erde anhand unserer Lichtsignaturen analysieren. Das beste Teleskop aller Zeiten würde mit seinen feinen Sensoren spielend die Lichter von Großstädten wie New York, Rio de Janeiro oder Peking erfassen. Es kann die künstlichen Lichtspuren von Flughäfen, großen Industrieanlagen oder sogar von Weltraumbahnhöfen aus den natürlichen Lichtemissionen der Erde herausfiltern. Dasselbe geschieht auf Proxima b. Wir werden erstmals exakte Analysen in den Händen halten, wo sich dort Leben befinden könnte, wie viel künstliches Licht es produziert und wie technisiert diese Spezies wahrscheinlich ist. Damit haben wir in unserer Suche nach Leben im Weltraum einen Quantensprung vollzogen und wir werden eines Tages sicher auch die technischen Möglichkeiten besitzen, mit anderen Zivilisationen zu kommunizieren. Möchten wir Nachrichten nach Proxima b schicken, würden sie auf normalem Wege mehr als 4 Jahre für eine Strecke brauchen. Weitere 4 Jahre müssten wir natürlich warten, bis eine Antwort zurückkäme. Hier liegen derzeit alle Hoffnungen auf der Entwicklung der ersten Quantencomputer. Quanten kennen nämlich weder einen festen Ort noch eine feste Zeit. Haben wir diese fantastische Technologie einmal geknackt, werden wir Quantenkommunikationsmittel entwickeln und mit fernen Zivilisationen wie in Echtzeit kommunizieren. Das klingt für dich wie reine Utopie? Dann halt dich fest, denn aus Utopien werden oft rasend schnell Wahrheiten. Simulation der Oberfläche von Proxima b. Es war im Jahr 2016 und weit weg von der jetzt ganz realen Ära von James Webb, als Wissenschaftler von der Erforschung fremder Welten träumten. Eine wegweisende Simulation prognostizierte damals bereits, wie das James-Webb-Weltraumteleskop in einer unbekannten Zukunft die Oberfläche des Exoplaneten Proxima b untersuchen wird. Diese Simulationen zielten darauf ab, die atmosphärischen und thermalen Eigenschaften des Planeten zu analysieren und natürlich träumten Forscher 2016 schon davon, herauszufinden, ob Proxima b eine Atmosphäre besitzt, die potenziell lebensfreundlich ist.
Was vor weniger als 10 Jahren Utopie war, ist heute Realität. Damals haben die Simulationen der einzigartigen Umlaufbahn von Proxima b bereits gezeigt, dass der hochinteressante Exoplanet innerhalb der habitablen Zone seines Muttersterns Proxima Centauri liegt. Das JWST wird regelmäßige und umfassende Beobachtungen der Tages- und Nachtseiten von Proxima b durchführen. Dieser Planet umkreist seinen Stern nämlich gebunden, so wie unser Mond uns umkreist. Proxima b richtet immer dieselbe Seite zu seinem Stern und eine Seite liegt immer im Schatten. Rekonstruktionen zeigten, dass es auf Proxima b extreme Temperaturunterschiede zwischen der Tag- und Nachtseite geben muss, es sei denn, der Planet besitzt eine Atmosphäre, die Wärme umverteilt. Ohne eine Atmosphäre würde die Tagseite glühend heiß und die Nachtseite eisig kalt sein. Das Vorhandensein einer Atmosphäre hingegen würde eine gleichmäßigere Wärmeverteilung ermöglichen und genau das können wir dank dem JWST jetzt herausfinden. Die Simulationen von 2016 zeigten nämlich noch mehr. In den Randgebieten zwischen Tag- und Nachtseite könnte es einen gemäßigten Streifen geben. Es klingt sonderbar, sich vorzustellen, dass Zivilisationen auf einem Planeten existieren, der halb hell und halb dunkel ist und dass diese Wesen auf einem vielleicht mehrere tausend Kilometer breiten Streifen einmal rund um den Globus siedeln. Doch das ist möglich. Wir müssen unseren Horizont und die Möglichkeiten bei der Suche nach anderen Lebensformen im All immer weiter öffnen. Um wirklich sicher zu gehen, brauchten wir echte Analysen. Im Jahr 2016 waren die exakten Analysen der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre von Proxima b aber noch ein Traum. Doch heute beweist uns das JWST jeden Tag seine Genialität und zeigt uns exakte Analysenprofile zu Welten, die teilweise hunderte oder sogar tausende Lichtjahre entfernt sind. Das JWST kann Signaturen von Wasser, Kohlendioxid und Methan erkennen und ist bereits fündig geworden. Das letzte umfassende Profil haben wir von dem Exoplaneten K218b erhalten und dort fand das JWST Hinweise auf 4 Biomarker in der Atmosphäre. Je mehr solcher Biosignaturen im Umfeld eines Planeten gemessen werden, umso wahrscheinlicher wird es, dass dort Leben existieren kann. Besonders spannend ist die potenzielle Entdeckung von Ozon, das als starker Indikator für biologische Aktivitäten gilt, weil es in unserer Erdatmosphäre überwiegend durch biologische Prozesse erzeugt wird. K218b könnte also eine bewohnte Welt sein. Allerdings haben wir dort bisher keine Spuren von künstlichem Licht gefunden. Dieser Planet könnte eine reine Wasserwelt sein, was aber nicht bedeutet, dass sie unbewohnt ist. Wir müssen in Betracht ziehen, dass es intelligentes Leben auch im Wasser gibt, möglicherweise sogar Städte. Und wir müssen bedenken, dass nicht alle entwickelten Spezies über künstliches Licht verfügen. Wir haben die Glühbirne auch noch nicht so lange und trotzdem war der Mensch bereits in der Antike intelligent und in gewisser Weise auch technisiert. Das JWST detektiert Pflanzenwachstum auf Proxima b. Das James Webb ist primär darauf ausgelegt, das Universum im Infrarotbereich zu beobachten und detaillierte Spektralanalysen von fernen Himmelskörpern durchzuführen. Was das JWST aktuell noch nicht bewiesen hat, ist seine Fähigkeit, Pflanzenwachstum auf Exoplaneten nachzuweisen. Das Potenzial dazu hat das JWST aber. Wir dürfen uns bei unserer Suche nach Leben im All nicht nur auf Technosignaturen und die Emissionen weit fortgeschrittener Spezies verlassen. Wir müssen auch nach solchen Planeten suchen, auf denen es möglicherweise nur Pflanzen und Tiere oder andere einfachere Lebensformen gibt. Indirekte Hinweise auf Pflanzenwachstum kann das JWST durch die Analyse von atmosphärischen Bestandteilen und reflektierenden Lichtspektren erbringen. Die Technik dazu nennen Wissenschaftler Vegetation Red Edge oder kurz VRE. Das sind spektrale Signaturen, die durch die Reflexionseigenschaften von Pflanzen im nahen Infrarotbereich entsteht. Wenn Licht durch die Atmosphäre eines Exoplaneten tritt und von der Oberfläche reflektiert wird, könnten spezifische Muster im reflektierten Licht auf die Anwesenheit von Chlorophyll oder anderen photosynthetischen Pigmenten hinweisen. Noch ist die Detektion solcher Signaturen aber sehr anspruchsvoll. Die Erkennung des VAI erfordert extrem präzise Messungen und eine hohe Auflösung, die durch die atmosphärischen Störungen des Exoplaneten und das Signal-Rausch-Verhältnis beeinflusst werden können.
Das JWST ist, wie gesagt, für solche Messungen ausgelegt und wir werden jetzt beginnen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Forscher werden sich ja immer besser darin, Spuren von Leben im All auszufinden und nachzuweisen. Wir leben generell in einer aufregenden Zeit, denn mit dem JWST ist eine Revolution der Weltraumerforschung angebrochen und diese Entwicklung geht weiter. Für die direkte Detektion von Pflanzenwachstum oder biologischen Aktivitäten sind zukünftige Teleskope und Missionen notwendig, die speziell für die Suche nach Biosignaturen entwickelt werden. Ein Beispiel ist das geplante LUVOIR-Teleskop. LUVOIR steht für Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor und dieses zukünftige Weltraumteleskop zielt unter anderem darauf ab, die atmosphärischen Eigenschaften von Exoplaneten mit noch höherer Präzision zu untersuchen und potenzielle Biosignaturen wie die VRE-Spektrallinien zu detektieren. LUVOIR wird das Licht von Exoplaneten noch besser isolieren und analysieren können als das JWST und es wird dazu in der Lage sein, eine größere Anzahl von Wellenlängenbereichen abzudecken. So können detaillierte spektrale Analysen durchgeführt werden, die notwendig sind, um pflanzliche oder biologische Aktivitäten nachzuweisen. Natürlich werden die Vegetation Red Edge Messungen auch mögliches Pflanzenwachstum auf Proxima B nachweisen können. Was hat das Extremely Large Telescope auf Proxima B gefunden? Vielleicht wunderst du dich jetzt, wie das Extremely Large Telescope den Planeten Proxima B untersucht haben kann, wenn es derzeit noch in der Atacama-Wüste in Chile gebaut wird. Diese Frage beantwortet sich ganz einfach, denn auch hier haben Forscher eine Simulation erstellt, die lange vor dem Start zeigen sollte, wie das ELT den Himmel mit seinen beeindruckenden Hauptspiegeln von 39 Metern scannen wird. Das ELT wird das größte optische und nahinfrarote Teleskop der Welt sein und ab dem Jahr 2028 wird es endgültig in Betrieb genommen. Das ELT wurde speziell dafür entwickelt, die atmosphärischen und Oberflächeneigenschaften von Exoplaneten zu analysieren. Mit seiner hohen Auflösung und Lichtempfindlichkeit kann das ELT ähnlich wie das JWST extrem schwache Signale von fernen Planeten detektieren. Durch die Anwendung adaptiver Optiken kann dieses neue Teleskop zusätzlich atmosphärische Verzerrungen korrigieren und so noch schärfere Bilder und noch präzisere Daten liefern. Für Proxima B bedeutet dies, dass das ELT in der Lage sein wird, detaillierte Spektralanalysen durchzuführen, die uns zeigen, wie die atmosphärische Zusammensetzung ist und wie hoch gegebenenfalls die Anteile von Wasser und weiteren Biomarkern wie Kohlendioxid oder Methan sind. Darüber hinaus kann auch das ELT durch die direkte Abbildungstechniken nach möglichen Anzeichen von künstlichem Licht oder nach auffälligen Oberflächenstrukturen suchen, die auf Leben oder sogar fortgeschrittene Zivilisationen hinweisen. Der Unterschied zum JWST liegt in zwei Punkten. Während das JWST primär auf die Infrarotastronomie ausgerichtet ist und sich dazu tief im Weltraum befindet, ist das ELT ein bodengestütztes Teleskop mit einer viel größeren Apertur, was ihm eine höhere Auflösung im optischen und nahen Infrarotbereich verleiht. Das JWST ist ideal für die Beobachtung von tiefen Infrarotquellen und der Erforschung der Frühzeit des Universums. Das ELT dagegen hat ein breites Spektrum und wird uns in der Exoplanetenforschung noch ein Stück weiterbringen als das JWST. Das bereits erwähnte LUVOIR-Teleskop wird ebenfalls im Weltraum platziert und nur Exoplaneten detektieren, um dort nach Biosignaturen wie dem Vegetation Red Edge zu suchen. Ein weiteres wichtiges Teleskop, das momentan in der Entwicklung ist, ist das Habitable Exoplanet Imaging Mission oder kurz HAPEX, das erstmals direkte Bilder von erdähnlichen Exoplaneten machen und ihre Atmosphären analysieren wird. Und wenn du in Zukunft weiterhin unsere Videos analysieren willst, klick jetzt gern auf den Abo-Button und den Daumen, denn so bist du immer auf dem neuesten Stand und wir hören uns bald wieder. Bis dann!